Guten Abend, werte Gruselfreunde. Es ist 23 Uhr und es geht weiter mit Penumbra Overtüre. Zumal ich zu dem Ergebnis gekommen bin, viel Gegrusel war eigentlich noch nicht da. So, wir sind jetzt hinter dem Raum, wo das Padlock war. Schon hier ein bisschen weitergegangen. Also, hier ist die Tür mit dem Padlock. Hier reingegangen. Und habe das Fass weggebracht. Wird jetzt mich mal hier umschauen. Ja, daraus haben wir diesen Cotton String geholt aus dieser Kiste. Das habt ihr dann nicht mitbekommen dürfen. So. Habe ein bisschen mich schon in diesem Raum umgesehen. Oh. Und diese Pickaxe hier gefunden. Habe festgestellt, dass das Spiel leider solche Aufnahmen nicht vernünftig macht. Oh, hier. Hicks. I may never get used to that. Yeah, I guess so. So. Durften wir hier mal wieder unsere Allzweck-Taschenöffner benutzen. Schlüsselöffner, meine ich. Aber jetzt haben wir sogar noch einen High-Quality... Was knistert denn da so? Und ich glaube, ich traue dem dann nicht. Egal. Na, zack. Das waren bestimmt zwei Schläge weniger. So. Look, just looking at these webs makes my skin crawl. Brr. Das ist schrecklich, Insekten. Bah. Oh, eine Flare. Ist ja wie Weihnachten. Und wenn ich mich hier so umgucke... Es ist doch nicht wie Weihnachten. Great, ich bin im Kreis gelaufen. Eine Schnur. An electric fence and it's been put up recently. Wenigstens weiß ich jetzt, was hier knistert. Das ist doch schön. Da wollen wir rüber. Dann brauchen wir doch vermutlich... Was? Oh ne, die kann ich ja nie hochheben. Doch, vielleicht kann ich das hier so lang rollen. Nein. Komm, Fass. Roll. Schneller rollen. Ich baue mir ein Fassmobil. Okay, das funktioniert nicht. Nehmen wir eine Kiste. Brr. Oh, schockierend. Das versuchen wir nochmal. Okay, mein Fehler. So. Was haben wir hier Schickes? Hier haben wir... Oho! Nichts! Und eine Tür. Explosives. Lock, damn it. How am I going to get in there now? The door does look very weak and old. Explosive! Ah, this is more like it. Meine Güte, von wem hast du denn deine One-Liner? Okay, nehmen wir unseren Schlüsselöffner. Hallo? Jemand da? Ich klopfe mal so an. Okay, nehmen wir unseren verbesserten Schlüsselöffner. Das funktioniert bestimmt besser. Okay. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Pickaxe hier viel besser war. Steine? Nope. Nothing too practical here. Bomben. Okay, ich jag mich mal nicht selber in die Luft. Hui! Hätte mir ja wenigstens Explosionen gewünscht. These look like homemade cherry bombs. Very small explosive, probably soaked through. Ach so, okay, nass geworden. Oh, wieder Painkiller. Und was haben wir hier Schönes? Oh, wunderschön. Oh, davon kann man mehrere haben. Aha, also eine Waffe. Was hier was zu essen?
Dann mache ich einfach mehrere von. Was bist du? Ein Fass. Ein Fass, das ich mir angucken kann. Perfect gunpowder keg. There's only a small hole at the top through, not big enough to reach in. Hm. The hole is too small to thread the string through. Eigentlich mal. Nein. Nope. Oh! Soaked it, so the gunpowder should stick, or rather, I really pray the gunpowder sticks. Ah. Zack. Ich mach dir gleich ein größeres Loch da rein. Dry gunpowder, that's what I need. Perfect. So. Right, with any luck, one fuse ready to go. So, damit haben wir das Fass an der richtigen Stelle. Wir haben unsere Fuse, wir haben unseren Leiter. Let's blow shit up. Wir müssen uns nur mal wieder zum 1.000.000. Mal an Fifi vorbeischleichen. Aber das kriegen wir schon hin. Spare Wheel. Okay, die Schaufeln sind interessant. Läuft jetzt Fifi hier nicht amok? Ne. Genau. Fifi. Oh, kann die nicht mal sehen. Aber soll mich auch nicht jucken. Wollen ja eh hier lang. Könnte sich jetzt die interessante Frage stellen, ob Fifi es vielleicht bemerken wird, wenn wir den Stollen da in die Luft jagen. Ach, bestimmt nicht. Auf jeden Fall ist er noch da, man hört den Knurren. Oh, oh, braves Hündchen. Ja, wer ist ein lieber kleiner Bursche? Du bist ein lieber kleiner Bursche. Meine Güte, was ein perfektes Timing. So, hier habe ich mein Fass stehen lassen. And then it disappeared. Wunderbar, du bist doch kein lieber Bursche, weil du bist leider immer noch da. Okay, dann muss ich mir mein Fass nochmal da rausholen. Eie. Sneaky, sneaky, sneaky. Wo ist der blöde Köter? Sneaky, sneaky. Sneaky, 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 sneaky. Ich wäre sogar noch sneaky, gagara. Wenn ich wüsste, wo der Hund ist, dann will ich... Oh, oh, das... ist ein Hinterteil von einem Hund. Nicht das erste Mal, dass ich das Hinterteil dieses Hundes sehe, aber... Scheiße, 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 scheiße. Fäkalien, Fäkalien, Fäkalien. Eigentlich will ich ja keine Fäkalausdrücke benutzen. Ich finde das schrecklich, wenn Leute das tun. Aber... was sollte ich jetzt gerade fluchen? Sagen Köter, Köter, Köter? Nein, das ist nicht ausdruckskräftig. Exkremente. Ich verfluche dich mit Exkrementen, du blödes Tier. Da ist er. Bam, 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 bam. Aber ich habe nach wie vor mein perfektes Versteck dabei. Das ist die perfekte Tarnung. Hier stehen überall Fässer rum. Er wird niemals damit rechnen, dass ich eins davon bin. Gut. Jetzt haben wir das Fass. Und jetzt können wir endlich alles in die Luft jagen. Kann man das da irgendwie... That was convenient. Trinito... Ja, TNT. Could have been used for mining operation, but I don't see a fuse. Stimmt, die hast du ja auch in deiner Tasche. Da würde ich die auch nicht sehen. Ach, Mist. Huh? Da. 7. So, wir haben eine Fuse. I've got the fuse sorted. One spark and the thing should go up a thread. I just hope it doesn't take me with it. So, wir verstecken uns dann hier hinter. Weil die Explosion bestimmt keine 5 Meter weit reicht. Der Leiter brauche ich. Den Leiter haben wir.
Auch gar nicht auf Kurztaste. 3. Scheiße! Okay, I've taken cover. Death is the final unknown. Es sah aber auch einfach zu traumhaft aus. Habe ich jetzt meine Fuse wieder dabei? Ja, jetzt muss ich mir wahrscheinlich nur nochmal den Sprengstoff holen. Ach ja, es tat alles schön. Ist Fifi gedespawnt? Da fand ich aber... Nein, natürlich ist Fifi noch da. Weggucken. Könntest du mich mal nicht so angucken, vielleicht? Ja, besser. Das sind mindestens 5 Meter Abstand, das muss reichen. Oh oh. Nicht unbedingt meine beste Idee. Jetzt guckt er gerade nach hier hin. Das ist ja natürlich echt ätzend. Ach, jetzt läuft er hier rein. Und gleich steht das TNT fast da nicht mehr. Du kommst jetzt hier nicht um die Ecke. Nee. Nee, kommt da nicht. Kann sich den mal angucken. Ich an seiner Stelle wäre ja nicht mehr am Leben, ne? Wenn ich so aussehen würde. Vielleicht ist er gar nicht mehr am Leben. Ich kenne ja die Backstory noch nicht von denen. Okay, mein TNT-Fass ist noch da. Aber ich denke, das werden wir auch noch herausfinden. Ich meine, bisher wissen wir ja nur, dass hier irgendwelche Substanzen in der Mine sind, die Leute dazu gebracht haben, sich umzubringen. Aber wie ein suizidgefährdeter Hund sieht er ja jetzt auch nicht aus. Hey, diese Szene hatten wir schon mal. Ich könnte das die ganze Zeit in Schleife abspielen. Dum, 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 dum. Aber jetzt weiß ich, dass ich vielleicht nicht so nah daran stehen sollte. Ich hab's ja quasi angekündigt, dass das noch zu nah ist. Aber nein, ich hab's mir ja nicht geglaubt. Zum Stand da, ich habe nicht viel Zeit. Tse, egal. Komm, mein TNT-Fach. Ich halte dich mal auf 5 Armeslängen von mir entfernt. Stecke ich mich dann hier? Wenn ich schaffe. Ach nee, hier habe ich mich gerade schon versteckt und es war dämlich. So, gucken wir mal. Können uns theoretisch da verstecken. Das machen wir. Und daran sieht mich nämlich auch der Hund nicht. Zack, zack, zack. Rennen, Motherfucker! Run like you never did. And I'm hidden. Diesmal dürfte ich die Explosion nicht erwischen. Genau. Wunderbar. Hat das den Köter erschrocken? Nö, juckt den nicht. Poltert hat. Oh, hat den doch er. Scheiße. Er hat mich nicht gesehen. Ich bin eine Werkzeugkiste. Ich bin eine Werkzeugkiste. Ah, war das knapp. Ich wollte gerade noch sowas sagen, jetzt bloß kein Geräusch machen. Kuckuck. Okay, er geht wieder. Aber wohin geht er? Hat er irgendwie... Ich fand das ja sowas von unverschämt ist, der sich da zu mir umgedreht hat. Also es hat ihn doch gejuckt, dass hier Sachen in die Luft gesprengt wurden. So, jetzt haben wir einen Tunnel. It's not much of an opening, but what did I have to do? Potholing has always terrified me. Potholing, ah. When I look back, I can't think what spurred me to go deeper into the mine. Perhaps it was arrogance. It's still being alive,
or something as ridiculous as facing adversary city and coming out on top. Könnte natürlich auch die Angst vor dem blöden Köter gewesen sein. Now I know I would have been better off starving or being mauled to death than kick-starting the chain of events that led me to end up here, writing to you. I just hope, once you understand my story, you will have what's necessary to put an end to this tale. I certainly didn't. Okay. Kisten. Approved. 24.000 Kilogramm, 24 Tonnen wurden hier approved. Und ist hier was drin? Nö. Man kann zwischenlaufen. Auch dahinter laufen. Muss, bringt mir nicht viel. Was bist du denn? Eine Lampe. Ich trau diesem Gang da vorne nicht. Ja. Was bist du? Unleserlich? Ich schieb mal diese Kiste mit mir rum. Dum, 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 dum. Also sieht halt wie ein incredible convenient hiding place aus. What's noise? The rockfall almost sounded organic. Traue ich mich da rein? Naja. Dieser Gang hier ohnehin viel zu groß. Jetzt müsste man Power Room. Licht. Licht könnte dieser Raum mal. Dieser Bereich hier mal vertragen, ja. Okay. Kuckuck. Jemand zu Hause. Nein. Hier ist niemand zu Hause. Tür zu. Sonst hören die uns doch, die Hunde. Oh, Explosives. Awesome. Kiste. Noch eine Kiste. Das hier ist natürlich sehr cool. And there had to be some kind of backup system for electricity. I think this might be part of it. Das ist doch schön. Power Room. Okay. Ja, ich denke, wir müssen schon wieder gut ein paar Minuten aufgenommen haben. Daher schauen wir uns den Power Room doch in der nächsten Folge an. Bis dann.